Der große russische Komponist Dmitri Schostakowitsch ist neben Strawinsky, Prokofjew und Rachmaninow der bedeutendste Komponist Russlands im 20. Jahrhundert und war außerordentlich produktiv und vielseitig. Er schrieb zwar dem Regime von Josef Stalin Hymnen und blieb dennoch gleichzeitig auf Distanz zum stalinistischen System, welches ihn drangsalierte und jahrelang in Todesfurcht hielt. Seine Musik war jedenfalls während der Stalinzeit im Wesentlichen verboten. Deshalb musste er sich auch mühsam mit Gelegenheitsmusiken durchschlagen, wie zum Beispiel mit Filmmusiken für Propagandafilme. Auch sein weltberühmter Walzer, der im Weihnachtskonzert des vergangenen Jahres hier erklungen ist, stammt aus dieser Zeit. Für den Film The Gadfly schrieb Schostakowitsch die zauberhafte Romanze für Violine und Streichorchester, die ebenfalls weltberühmt geworden ist. Bevor ich Ihnen, meine Damen und Herren, den Solisten dieses Stücks vorstelle, gestatten Sie mir auch heute einen kleinen organisatorischen Hinweis. Wir bitten Sie, meine Damen und Herren, höflich zu Beginn der sich an die Romanze anschließenden Pause erst den Musikern Gelegenheit zu geben, den Saal zu verlassen, bevor sie sich diesen anschließen. Dadurch sollen möglichst Schäden an den noch teuren Instrumenten vermieden werden. Und in gleicher Weise bitten wir Sie auch nach dem Ende des Konzerts zu verfahren. Jetzt aber begrüßen wir den Solisten der zauberhaften Romanze, der auch schon früher bei anderen Konzerten hier in Lichtenfels zu hören war. Begrüßen Sie mit mir herzlich Fridtjof Greiner.